Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Erst herrscht Frieden im Pommernlande, aber der nächste Krieg steht möglicherweise schon bevor, denn Memel ist unser Ziel. So, ich habe mir überlegt, wir werden mal diese schöne Option nutzen, dass wir hier Armeedrill machen und dementsprechend den Unterhalt wieder erhöhen. Aber ich denke, dass dafür können wir hier diese Friedenszeit bis dahin nutzen und wir werden noch was machen. Wir werden hier die Armee mal die Festung mal wieder einmotten. Ich glaube, das ist unkritisch. Hier wird kein Gegner die Festung belagern können. Wir werden die Armee sehr schnell erledigen können. Aber was ich auch machen möchte, ich möchte gerne unsere Hauptstadt hier weiter befestigen und dementsprechend hier diese 193 ausgeben. 30 Monate, das müsste... das wird knapp. Ob wir das vor dem Krieg noch fertigstellen, wäre ganz schön, weil wir sind ja auch mit Sachsen im Krieg. Und wir haben gesehen, wie schnell Stettin doch fällt, wenn es nicht eine richtige Festung da ist. So, dann würde ich gerne die Stabilität erhöhen bei uns im Land. Sehr schön. Und nochmal hier 1000 neue Leute rekrutieren. Wie gesagt, auch das wirkt ja aufs Freiheitsbestreben der Untertanen. Dann habe ich nochmal geschaut, irgendwie, ich weiß nicht, mir war so, als hätte ich hier die Erlasse Vorschutzbemühungen gemacht. Hatte ich das doch nicht gemacht? Ich, keine Ahnung. Wir hauen sie jetzt doch nochmal raus. Und hoffen auf eine schnellere Institutionsverbreitung. Und ich glaube, ich werde auch nochmal die Tatsache nutzen, dass wir ziemlich viele Punkte haben, dass wir hier doch nochmal die unterentwickelten Regionen hier ein bisschen besser entwickeln werden. Also wir gehen mal hier auf 10 in diesen Bereichen. Jawohl, damit haben wir Wismar auf 10 und Greifswald bringen wir dann entsprechend auch auf 10. So, gibt es noch irgendwo Kolberg, Stettin? Ja, Stolp ist das die einzige Region. Komm, das machen wir bei der auch nochmal. Okay. Sehr schön. Damit sollte das doch hoffentlich langsam was werden hier mit unserer Renaissance. Der Deutsche Orden sieht Pommern nicht mehr als Rivalen an. Okay. Lübsches Freiheitsbestreben ist jetzt bei 69. Das wird jetzt mit den verbesserten Beziehungen immer besser. So, und die Osmanen machen Frieden mit den Ungarn und treten 2 Provinzen ab. Das hält sich ja sehr in Grenzen. So, und wir haben zu wenig Rivalen. Ach so, weil der Deutsche Orden nicht mehr in Frage kommt. Sachsen, Lüneburg, Holland. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal Sachsen, weil die sowieso verbündet sind mit dem Deutschen Orden und dann können wir da möglicherweise noch was erreichen auf dem Wege. Wir könnten Militärtechnologie jetzt machen, aber für utopische Kosten. 688. Ich meine, so utopisch ist das nicht. Vielleicht machen wir es kurz vor dem Krieg. Ist ja doch ein wichtiger technologischer Schritt hier. Militärtaktik. Ja, ist nicht ohne. So, Deutsche Orden hat Riga als Rivalen. Ungarn hat Dänemark. Ganz schön weit weg für diese Aktion. Na gut, Moskau erklärt Kasan den Krieg. Also Moskau im Osten beschäftigt, nicht im Westen derzeit. So, wie sind unsere Einnahmen im Moment? Bei plus 1,62, weil wir für die Armeen voll zahlen, das ist klar. Ich meinte, wollen wir mal die... Ich weiß nicht so recht, wollen wir mal die Inflation reduzieren? 67. Es geht zurück. Wartet mal, was entwickelt sich hier positiv? Die Meinung wird vermutlich ein bisschen verbessert werden. Bin mal gespannt. Ich glaube, wir kommen da nach einer gewissen Zeit, wir kommen unter 50. Cool wäre natürlich, wenn wir unter... Oh, was haben wir denn hier? Eine Lübecker Revolte von Adligen. Da geht es schon wieder los, so wie vor dem Krieg. Diesmal betrifft es uns ein bisschen. Wollen wir da eingreifen? Ich würde sagen, nein.
Das klären die mal schön unter sich. Aber können die jetzt möglicherweise durch diese Aktion die Vassalisierung aufheben? Was würde passieren, wenn die gewinnen wären? Ich weiß das gar nicht so richtig. Oder wäre das nur wieder der Zusammenbruch der Lübecker Ordnung? Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert. Wir könnten unsere 12.000 da reinschicken, aber der Gegner hat eine... Boah, hat der einen guten General. 3-4, das ist ja unglaublich. Reinhard Nanne. Ne, ich glaube, wir sehen mal zu. Wir sehen zu, was passiert. Und hoffen auf das Beste. So, Aragorn kontrolliert den Papst Leo den 10. Okay, 1,67 plus. Ach so, was ich ja ganz vergessen habe. Ich wollte noch ein bisschen was mit den Schiffen machen. Ich werde mir erstmal die Transportschiffe nach Stettin bringen. Und unsere Galeerenflotte würde ich gerne noch ein bisschen ausbauen. Wir können 7 weitere Schiffe bauen. Das sollten wir auch tun. Ich würde mal sagen, wir bauen mal hier 2 weitere Galeeren. Das sind so 5. Komm, 3 weitere Galeeren und 4 leichte Schiffe. Oder wollen wir mit dem Großschiff mal anfangen? Ne, machen wir nicht. So, kostet 16. Leisten wir uns mal 1, 2, 3, 4. Dann haben wir eigentlich auch noch die Lübecker Flotte im Zweifel, wenn wir sie unter 50 bekommen. Freiheitsbestreben auf unserer Seite. Oh, schaut mal, schon 56. Oh, das geht doch jetzt richtig gut voran. Sehr schön. So, die Kurfürstin herrscht nun über Brandenburg. Da gibt es auch Ärger. Venedig hat Ungarn als Rivalen bestimmt und Wilhelm, nicht Friedrich Wilhelm, sondern Wilhelm Friedrich ist jetzt hier Kurfürst der Hohenzollern in Brandenburg. Sehr interessant. Tja, was passiert hier mit Lübeck? Das ist die große Frage. Und Josef I. von Österreich ist Kaiser. Und wir sind auch schon im August 79. Ich gucke nochmal hin. Livonischer Orden und Sachsen, das sind die Verbündeten. Wann endet das nochmal? März 1480. Ist gar nicht mehr so lang. Schade. Also wir kriegen das auf keinen Fall hin mit der Festung. Das wäre aber auch zu schön gewesen. Und noch schöner wäre es, wenn die Lübecker mit uns dabei wären. Aber das sieht gut aus. Wir sind jetzt schon bei 50. Oh, das geht aber jetzt richtig gut. Wohl an. Dann würden die ja auch Truppen schicken, wenn sie dann welche haben. So, Lübeck ist wieder kollabiert. Oh, ja, sehr schön. Und sie sind aber gleichzeitig unter 50 gefallen. Vermutlich ja, weil sie keine Armeen haben. Das ist der Grund. Natürlich, weil die Adelsrebellen dort ihre Armeen vernichtet haben. Da brauchen wir uns nicht groß was drauf anrechnen. Da haben wir nicht so richtig Anteil daran. So, Dezember. Tja, Leute, jetzt ist es fast schon soweit, ne? Kurzzeitig hatten sie wieder hohes Bestreben. Wir werden mal das abbrechen und wir werden nach Königsberg marschieren, um uns kriegsbereit zu machen. Unterhalt müsste ja oben sein. Nee, ist reduziert, okay. Dann knallen wir es nochmal ganz nach oben. Und dann kommen wir ein bisschen vom Timing her zu spät. Ich hoffe mal, also der Waffenstillstand ist beendet. Oh, eine Armeereformerin ist gestorben. Dann gucken wir mal. Ja, wir könnten, ach nee, warte mal, doch, wir können hier Wilhelm Krummtum rekrutieren. Der kostet 2,4 nur monatlich. Den haben wir bekommen, ich weiß nicht, war das aufgrund eines Events? Bin mir nicht mal ganz sicher. Aber auf jeden Fall ist der sehr, sehr günstig für einen Zweierberater. Und er bringt uns plus 10% Moral, was ich schon immer sehr, sehr gut finde. Ich glaube, wir nehmen den. Erhöht natürlich weiter unsere Ausgaben, aber so ist das eben.
So, Bodo von Lettow. Wie sieht's aus? Was machen deine Truppen? Sie sind noch nicht so weit, aber dann wird es gleich losgehen. Dann soll Memel an uns fallen. Ja, ich würde natürlich durchaus auch gerne hier noch eines dieser Ziele erreichen, zum Beispiel hier erniedrige einen Rivalen. Aber der Deutsche Orden ist auch kein Rivale mehr, insofern kein Thema mehr. Aber vielleicht gelingt es uns mit Sachsen. Das wäre natürlich eine coole Sache. Mal gucken, ob das möglich ist in diesem Krieg. So, sie haben auch ihr Training unterbrochen. Sie ahnen wahrscheinlich, was jetzt losgeht. Wie sieht's aus? Wir haben noch nicht Maximum erreicht. Jetzt haben wir Maximum erreicht und ich denke, damit ist der Zeitpunkt der Kriegserklärung gekommen. Wir können Pferden mit in den Krieg holen. Tja. Sachsen und der Livonische Orden. Ich weiß nicht so recht, was Sachsen aufbieten kann. Das kann ich schlecht einschätzen. Pferden zumindest. Haben die überhaupt noch Soldaten? Schwierige Frage. Gott, Memel ist sofort in unserer Hand. Das ist eigentlich auch kein Problem. Wir versuchen es erstmal ohne. Ohne Pferden. Okay, Eroberung von Memel ist unser Ziel. Heieieiei. Mal gucken. Sachsen wird einiges ins Feld schicken können. Wird davon abhängen, ob wir rechtzeitig diese Armee dort. Auch unsere Manpower ist auch erbärmlich, ne? Wollen wir warten? Oder wollen wir doch Pferden holen? Aber wir wissen nicht, was Pferden hat. Oder steht Pferden noch bei uns irgendwo rum? Nee, tut es nicht. Egal, wir holen sie mit rein. So, wir haben den Deutschen Orden den Krieg erklärt. Es geht also weiter. Es geht weiter und wir marschieren hier in Memel ein und wir werden wieder Kriegssteuern erheben. Ja, macht sich absolut bemerkbar. So, dann wollen wir mal hoffen. Oh, Flotten werden angegriffen. Darauf habe ich überhaupt nicht geachtet. Sehr schlecht, die Bündnisse. Aber unsere Flotte ist Gott sei Dank groß genug. Insofern. Aber da ist schon der nächste Flottenkampf. Da müssen wir dann aber gleich mal hin. Beziehungsweise wir schicken unsere Galeeren dahin. Ah, das kommt, weil die nicht bei der Hauptflotte waren. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Könnte knapp werden da oben. So. Hier läuft die Schlacht. Außerdem Unzufriedenheit in der Bauernschaft. Wir entscheiden, wie wir es für richtig erachten. Wir sind böswillig, wir ziehen das durch. Wir verlieren Stabilität, gewinnen aber Prestige. Okay, das eine Schiff haben wir locker besiegt, beziehungsweise es flieht. Wo ist unsere Flotte jetzt? Wo ist unsere Handelsflotte hin? Mit der wir. Ach so, die steht ja da. Da konnte ich wohl nicht richtig gucken. So, wie geht die Schlacht aus? Im Moment sieht das hervorragend aus. Bodo von Lettow macht seine Sache richtig gut. Können wir den Gegner komplett vernichten? Jawohl! Hervorragend! Und dann bleiben wir direkt stehen, um Memel dann auch noch einzunehmen. So wünsche ich mir das. Und die Flotte des Livonischen Ordens ist damit auch mehr oder minder komplett vernichtet. Und ein leichtes Schiff ist in unsere Hände gefallen. Hervorragend! Hervorragend! Das läuft ja richtig gut. Die Lübecker kämpfen tapfer an ihrer Seite. Und wir sehen es. 11.000 Sachsen sind dort. Schauen wir uns das mal an. Ja, die Sachsen sind die einzigen, die hier ein Problem darstellen können. Oh, der Livonische Orden hat drei. Der hat drei Burgen, beziehungsweise zwei plus die Hauptstadt.
Eieiei. Naja, das ist nicht ohne. Könnte ein bisschen mühsam werden. So, ich glaube, wir brauchen hier. Wir können einfach Handelsschutz weiterlaufen lassen. Es gibt jetzt meines Erachtens keine große Gefahr. Wir nutzen dann die Galeeren einfach, um hier die Abriegelung hier so ein bisschen zu betreiben. Aber zumindest sollten wir unseren Admiral hier zur kämpfenden Truppe bringen. Ich weiß bloß nicht, welcher Ort ist der beste, um so viel wie möglich abzuriegeln. Eigentlich gibt es nur Reval und Golding und die anderen beiden. Nimmt sich vermutlich nicht so viel. Okay, in Memel 42%. Na, mal sehen. So, die Armee der Sachsen. Oh nein, bitte jetzt nicht den Bau der Burg abbrechen. Das wäre bitter. Aber jetzt wird Lübeck belagert. Oh Gott, Lübeck erwischt es aber auch immer. Unglaublich. So, Braunschweig hat Brandenburg als Rivalen erklärt. Sehr gut. Ha, unser das war ja der anfängliche Grund, warum wir Braunschweig zum Verbündeten gemacht haben. Das ist jetzt wieder da. Das ist ja sehr gut. So, hier läuft die Blockade. Okay, wir haben hier einfach viel zu viel Truppen. Ich würde mal sagen, wir nehmen dann welche raus. Lassen wir die mal drin und ziehen einfach direkt mal hier weiter. Wismar ist jetzt besetzt von den Sachsen. Aber in Lübeck werden sie hoffentlich lange zu tun haben und Stettin wird bald die Burg bekommen. So, aber jetzt gibt es erstmal einen neuen Papst, der Frankreich treu ist. Okay. So soll es sein. Und jetzt werden wir mal gucken, dass wir nach und nach hier oben ein bisschen erobern. Es wäre schön, wenn wir den Livonischen Orden erniedrigen können. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum goldenen Zeitalter. Die einzige Frage ist, was wir machen mit den Sachsen. Müssen wir da hinziehen, die Armee bekämpfen? Oder kriegen wir das einfach auch so hin? So, das ist eine dänische Armee. Okay. Dann werden wir jetzt mal gegen die Festung ziehen. Ach, hier ist die livonische Armee. Aha, das ist aber gut zu wissen. Was machen wir denn da? Was machen wir da? Ziehen wir ihr entgegen? Können wir hier noch Leute abspalten? Ja, können wir noch. Dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal nach Königsberg und bekämpfen dort die livonische Armee, bevor sie da noch mehr Schaden anrichten kann. So, die nehmen wir mit. Wir sind jetzt leider ohne Anführer, aber ich habe überhaupt das Gefühl, wir brauchen einen zweiten Anführer. Wir werden noch jemanden rekrutieren. Und die Frage ist, können wir möglicherweise dafür den Adel nutzen? Da gibt es doch auch mal die schöne Möglichkeit. Allerdings würde der Adel 20 Einfluss und er hat schon 75. Das kann nicht sein. Das können wir nicht tun. Dann müssen wir das auf konventionellen Wege beschaffen. Warte mal, heißt der andere nicht auch Bodo von Netto? Das ist ja absurd. Nee, Arndt von Wolgast, das passt besser.
Oh, und wieder so ein Glück. 3, 2, 3, meine Herren. Hervorragend. So, wo marschiert ihr hin? Nach Ostroda. Dann laufen wir euch mal entgegen. Warum kann ich hier nicht mich bewegen? Ach so, weil die erstmal exterritorial ist. Warum ist das so? Hat sich irgendwas getan? Das verstehe ich nicht. Die hatten doch die Marienburg belagert. Das kapiere ich jetzt gerade nicht. Hm. Jetzt gehen die da irgendwie nach Hause. Ja, was machen wir da? Belagern wir jetzt hier weiter oder ziehen wir zurück nach Lübeck? Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich denke, wir kommen voran und die Sachsen, die sind ein kleines Ärgernis, aber kein wirkliches Problem. Hoffe ich zumindest mal. Und ich sehe, dass Verden hier tatsächlich 7000 Mann doch hatte. Wir konnten sie bloß nicht erkennen und das ist sehr schön, weil damit werden sie hier den Sachsen auch ärgern. Ja, ärgern und möglicherweise zieht er dann von Lübeck weg. Also das passt ganz gut. Ich denke, wir werden hier mit den 11.000 mal weiterziehen, um hier oben weiter zu erobern. Und Ziel ist es also, Memel für uns zu bekommen und entweder Sachsen oder den Livonischen Orden zu erniedrigen, um dem goldenen Zeitalter etwas näher zu kommen. Also, bis dann. Die Frage ist, was können wir eigentlich hier erreichen? Fördere die Renaissance, das können wir erreichen. Und erniedrigen Rivalen. Und wir können sicher noch eine große Stadt vielleicht erreichen. Nicht vielleicht im Bereich des Möglichen. So, liebe Leute, die erste Staffel mit den Pommern ist zu Ende. Das wollte ich ja nochmal würdigen. Ja, ich denke, auch das ist irgendwie eine ganz interessante Konstellation. Wir schauen uns nochmal unseren Herzog an. Vor allem, wie alt er jetzt ist. Er ist jetzt 36. Ich glaube, wir hatten ihn übernommen mit 27. Könnte ungefähr sein. Ja, also er hat noch einiges vor sich und sein böswilliger, kriegischer Charakter, der wird sich ja noch den einen oder anderen Plan hier aushacken. Und wer weiß, wie weit wir hier die Pommern bringen können. Die pommersche Schlange, die sich hier um die Ostsee windet. Also, bis dann, bis zur nächsten Staffel. Macht's gut. Ich denke, so in einer Woche wie immer. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.